pajarish, attaccar, guarbeti pajarish. Harish, si balti y guarish. Ma, ul, udams, winja, waicha, waika. Hawaicha, salwa, attaccar, palhur, winja, laja, daus. Und damit willkommen zurück hier zu Far Cry Primal, der nächsten Episode. In der letzten haben wir ja Voga für unser Dorf gewinnen können, der uns hier diesen Handwerksfähigkeitenbaum freigeschaltet hat, wo wir jetzt sogar einen Nahrungsbooster freischalten könnten. Die Effekte von Nahrungsrezepten wirken statt 60 Sekunden jetzt 90 Sekunden. Allerdings fällt mir gerade auf, ich habe noch gar nichts an Nahrungsrezepten benutzt. Da gucken wir gerade doch mal rein, was es hier Sinnvolles denn überhaupt gibt. Primitive Heilung. Heilung, ein Gesundheitsbalken. Genau, das können wir als schnelles Heilen festlegen. Wir haben ja im Moment noch das hier festgelegt. Wir könnten eigentlich das mit den drei Balken jetzt festlegen, weil wir haben ja im Moment vier. Dann kommen wir der Sache nämlich schon etwas näher. Hier haben wir einen Geschwindigkeitsbooster. Du sprintest 33% schneller, kannst schneller schwimmen und länger atmen. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Was haben wir hier? Erschwertes Tieren, dich zu entdecken, brauchen wir auch nicht unbedingt. Verringert den Schaden durch Feuer um 30%, sehe ich jetzt auch nicht wirklich, dass wir das jetzt im Moment benötigen. Hier wäre einfach nur interessant, dass wir schneller laufen, deswegen nehmen wir das jetzt einfach auch mal. Da sind wir nämlich schneller unterwegs. So, hier haben wir unseren weißen Höhlenlöwen. Und ich würde sagen, wir bewegen uns einfach mal Richtung... hier Bestienabwehr, das ist jetzt gerade ganz nah, und dann gehen wir einfach mal hier weiter Richtung Stammeskonflikt und dann weiter zur Jaima, die Jägerin. Probieren wir das doch gleich mal aus mit dem schneller laufen. Ja, das macht sich schon bemerkbar. Oh, 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 oh. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, ich drück doch schnell S. Ja, nett. Ein Krokodil. Konnten wir Gott sei Dank aufhalten. Ja, unser Löwe konnte uns da hier nicht helfen. Angegriffen von ein paar wilden Tieren. Da läuft noch ein Rothund rum. Achso, und das war wahrscheinlich auch die Stelle, wo wir eigentlich hin sollten. Das sieht aber eigentlich keiner so aus wie jemand von unserem Stamm. Das ist natürlich jetzt irgendwie eigenartig, weil ich dachte, wir müssen da jemanden retten und können ein paar Dorfbewohner für uns gewinnen. Aber da habe ich mich scheinbar geirrt. Gut, dann laufen wir einfach weiter. Ist ja gar kein Thema. Oh. Und die laufen hoffentlich vorbei. Ja. Ich glaube, unser Löwe macht denen Angst. So, jetzt haben wir aber hier jede Menge rote Punkte. Also irgendwie wird das hier jetzt gerade sehr, sehr viel. Ah, hier ist jemand, der gerade gestorben ist, der unsere Hilfe benötigt hätte. Okay, unser Löwe verjagt fleißig alle. Immer mehr. Jetzt lassen wir mal unseren Löwen übrig. Kann er schließlich auch mal was machen. So, hier ist noch jemand tot. Packen wir auch alles mit ein, was wir kriegen können. Und laufen weiter. Dann gehen wir mal hin und gucken mal, wo der hinläuft. Ich
Findet sich scheinbar auf der Jagd. Mal gucken, ob der auch häutet und Co. Ja, schön. Komm doch in unser Dorf. Oder halt auch nicht. Gut. Dann nicht. Dann mal hier runter. Hoppla. Ich weiß immer nicht, was es mit dieser Malerei auf sich hat. Ob wir die irgendwie kaputt machen sollen oder nicht. Ich blick da irgendwie nicht ganz durch. Naja, gut. Hör doch mal auf zu bellen. Mensch. Wo ist denn das Problem? Na. Das habe ich mir jetzt gerade irgendwie fast gedacht. So, jetzt schnell A drücken. Und da kommt, glaube ich, noch was angeschwommen. So, das war's. Oh, ein Beißfisch. Ja, sehr hübsche Zähne. So, ich will gerade mal gucken, ob wir hier irgendwas ausbauen können. Hier haben wir nix. So, wir können einen Speergürtel machen. Da können wir 3 Speere statt 2 tragen. Das ist schon mal gut. Hier können wir mehr Keulen tragen. Das gefällt mir auch. Das können wir sogar beides lernen. Hier haben wir Steinsplitter. Wir können noch mehr Steinsplitter herstellen. Da muss ich nochmal gucken, wie man die Dinger überhaupt wirft. Wahrscheinlich wieder mit dem Ausrad. Das konnte ich ja schon im letzten Video. Habe ich es nicht so ganz geschnallt. Deswegen bauen wir das einfach alles mal aus. Und wir gehen mal hier drauf. Jawohl. Jetzt haben wir nämlich 2 Stück. Da fehlen uns überall Zutaten. Uns fehlt nämlich Holz. Gut, jetzt habe ich die Steinsplitter ausgerüstet. Beim nächsten Kampf können wir die mal testen. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kommt doch in unser Dorf. Hallo. Ja, gut. Oh. Wir müssen scheinbar da hoch. Deswegen gehen wir auch gerade mal hier lang. Verfolgt. Wahrscheinlich von einem Wolf. Oder von einem Hund. Jetzt aber weg. Danke. Nur keine Pfeile verschwenden. Ich bin ja nicht gerade so zielsicher, was
Bogenschießen angeht. Ah, das ist der Freund. Jetzt kommen wir doch. Oh. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die erlauben sich ja Dinger hier. So, bitte. Piszczam, ma isila mari baudarsch, dwasz dramam, hanam pacharsz, aish isila manarsz, na palpajska winje, umarim haj, lsej szanci. Ja dann. Wo sollen wir denn hin? Wir sollen irgendwie die Isila töten. Wegen, weil er fischen will. Aber das ist doch nicht das. Das war doch vorhin auch schon hier. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hm. Der spricht doch hier nicht mehr mit uns. Nö. Gut, dann machen wir einfach die hier unten und gehen dann weiter. Pfeile mehr herstellen. Ne, es ist eine nächste Auftraggeberin. Also hier ist es auf jeden Fall nicht das Ziel, wo wir eigentlich hin sollten. So. Ah, es wird dann immer im Kartenmenü neu geöffnet. Das ist wahrscheinlich das von eben. Und das ist ja eben aufgeploppt. Wo nämlich kein Fragezeichen mehr dahinter ist. Ah. Ja dann, hier können wir runter. Nee, falscher Knopf. Entschuldigung. Nach unten wollen wir. Noch sehe ich keinen Gegner. Okay. Das Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Das werden wir tun. Ist gar nicht so weit weg. Ist das in der Höhle? Werden wir wahrscheinlich mit der Eule eh nicht hinkommen. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Ne, tiefer kommen wir mit der Eule nicht. Ja, es scheint in der Höhle da zu sein. Höhle der Sonnenläufer. Passt ja gut zu diesen Isila. Weil das ja wohl die sind, die das Feuer anbeten. Ich vermute mal, wir sollen auch die Holzbalken hier einfach schon anzünden. Dann nehmen wir doch glatt mal die Keule. Vielleicht ist hier ja auch gar keiner. Wir gehen mal in die andere Richtung, weil ich habe das Gefühl, wir sind hier falsch. Ich meine, die Markierung ist ja auf dem Radar hier nicht mehr. Ich dachte aber, es geht einfach mal kreisrum. Scheinbar ist dem nicht so. Nee.
Okay, hier gibt es auf jeden Fall Gegner. Ja, die sehen ja witzig aus. Na. Das gibt's ja nicht. Die halten aber mehr aus als die anderen. Und ich treffe einfach auch gar nicht. So. Den ganzen mal hier ein Ende zu setzen. Es kommen noch mehr. Au. Wir zünden einfach mal hier alles flott an und hauen ab. Jetzt kommen nämlich noch mal ein ganzer Haufen. Ja, irgendwie hänge ich hier fest. So, Zerstörung vollständig. Wir sollen gehen. Mit einem guten Plan. Unser Löwe meint's gut. Sehr gut. Fein. So einen hätte ich auch gern daheim. Oh. Das wollte ich gar nicht. Obwohl, er hat noch mehr gebraucht. Gut, dann haben wir das geschafft. Dann gehen wir einfach raus. So. Mission geschafft. Gut, dann begeben wir uns mal weiter hier zu der Jägerin, die sich dort irgendwo ganz weit oben befindet. Du bist halbnackt. Da guckt eine Brust raus. Ist ja gar nicht jugendfrei hier. Oh, wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Da machen wir doch mal ein Feuerchen an. Oh, wir haben gar kein Holz. Also irgendwie ist Holz im Moment ein Riesenproblem. Aber das brauchen wir trotzdem nicht, oder? Wir können da trotzdem hin. Der Oberas Leuchtfeuer in der Nähe. Achso. Das müssten wir hier vorne. Das hätten wir vielleicht schon mal vor ewigen Zeiten erobern sollen. Da kommen wieder die blöden Hunde. Warum wird da einer weiß angezeigt? Das hatten wir schon mal. Ja, weil das wahrscheinlich Gegner sind, die sich eigentlich nicht wehren, aber trotzdem halt getötet werden. Eigentlich. Das ignorieren wir jetzt trotzdem und gehen weiter.
Wir müssen ja nicht so Menschen sein. So, es scheint, als würde die Sonne bald untergehen, oder bilde ich mir das ein? Ne, es geht eigentlich noch. Hier ist irgendwas. Oh. So, das Ereignis haben wir abgeschlossen. Und wir haben zwei neue Dorfbewohner. Ja, unser Löwe, der zerreißt hier alles. So gehört sich das. So, weit haben wir es nicht mehr. Und dann sind wir bei der Jägerin. Doch. Haut ab. Ich vermute mal, wir müssen irgendwo hier hochklettern. Das sieht nämlich aus wie so ein Pfad. Eine Hand im Wasser, aber die holen wir später. Ach so. Nee, da gehen wir gerade nochmal zu ihr. Eine Bestie töten. Und wo soll das jetzt sein? Auch das wird nicht auf der Karte angezeigt. So ganz schnall ich das nicht. Ach, da. Ich glaube, hier ist ein Löwe. Der uns hoffentlich in Ruhe lässt. Der gehört zu uns. Kommen wir hier hoch? Ja. Sehr schön. Sind wir. Ich mache hier an dieser Stelle erstmal Ende mit dieser Episode. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit der Jägerin, Jaima heißt sie, glaube ich, dann schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein. Es erscheint jetzt auch am Ende ein Button, wo ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Ich würde mich sehr darüber freuen und auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.